So, jetzt nächstes müssen wir erstmal ein bisschen hier auch sich mal ein bisschen Zeit für nehmen, dass man das alles mal sortiert. Das ist halt eben auch Minecraft, ne? Dinge sortieren. Ich versuche das ja schon so effizient wie es geht zu machen. So Sand bzw. Erde hier unten mal im Rhein. So die Stone Slabs lasse ich mal eben hier. Haben wir noch irgendwas, was hier anders ist? Ja, die Dripstones, hier den Basalt zum Beispiel, der gehört ja auch mit zu den Nether-Geschichten hier, der ist auch schon voll, ne? Mhm. Gut, machen wir eben Sand. Das Grout zum Beispiel, das kommt eigentlich mit zum Kies, würde ich es mal mit dazu packen hier, weil das so ähnlich ist. So, dann haben wir hier leer. Und hier ist nochmal eine komplette Kiste mit Erde. Und mir geht es ja darum, jetzt einfach auch die Kisten da unten bei der Schmiede auch mal leer zu bekommen. Wir haben hier schon so viel. So. Ich hätte auch überlegt, vielleicht noch eine Mod zu installieren. Diese Storage-Geschichten. Na, mal sehen, vielleicht mache ich das mal. Hier ist jetzt leer, ne? So, mal in den Rucksack, mal im Lernen wir Steine. Die Seert-Geschichten, die packe ich auch gleich nach unten. Erstmal alles hier raus, was Stein ist. Ja, auch das Holz zum Beispiel, hier mal im raus. Hier das Glas, hier Holz. Die Netherrack-Geschichten, da haben wir hier nicht genügend Platz. Ne? Da müssen wir noch eine Kiste daneben setzen. Machen wir auch mal eben. Nützt nix. So, hier haben wir Cobbles. Das ist ein bisschen blöd mit der Geschichte hier. Das funktioniert so nicht. Also hier machen wir Sand. Also und jetzt ja gesagt, hier auf der Seite. Terracotta. Sand machen wir dann hier auf die Seite. So. So. Und hier mit dem Kies machen wir das auch anders, dass wir hier, na, hier unten haben wir Erde. Die Kiste hier, das haut so nicht hin hier. Auf der linken Seite machen wir Kies. Und auf der rechten Seite weiß ich noch nicht genau, müssen wir mal sehen. Machen wir erstmal hier den Kies rein.
Okay, hier die Netherkiste mal eben größer bauen. Ach, hier haben wir noch drei. So. Zack, dann kommt das hier rein. Dann haben wir hier schon wieder für Basalt und die Deep Slate-Geschichten. Müssten ja eigentlich. Die müssten eigentlich ja hier hin, ne? Na gut, mal sehen. Was haben wir hier? Nether. Das Holz mal eben weg. So, die normalen Bricks. Die gehören eigentlich mit zum Terrakotta, ne? Das Glas würde ich mal mit zum Sand packen. So, dann hier die Flints. Die Knochen, hier das Leder. Die Magma Creams. Also da haben wir dann hier. Müsste man auch größer bauen, die Kiste, ne? Ja, ist schon voll. Hier das Glas. So, hier haben wir die Fische. Ja, das nützt nichts. Wir müssen hier nochmal erweitern. So, hier haben wir Pflanzen. Beziehungsweise, das sind hier ja alles Seeds. Und ein bisschen was zu essen, apropos Essen. Ah ne, ich hab noch. So, hier, das war ja das Ziel, jetzt hier diese Kisten hier leer zu bekommen. Jetzt hole ich mal erstmal eben hier die ganzen Geschichten raus, hier diesen Diorit. Das, was wir schon angefangen haben. Den Sand. Dann haben wir ja hier diese Deep Slate-Geschichten. Das Gunpowder gehört mit zu dem hier. Und die ganzen Potions zum Beispiel, ne? Die sind ja eigentlich alle für die Reise ja mal vorgesehen. Ich lasse mal eben drin. Aber ich misste einfach mal ein bisschen aus und pack die mal hier oben mal hin.
Hier die Splash Potions. Dann haben wir hier die Healing Potions. Fire Resistance haben wir hier. Dann die Strength und die Regeneration. Und hier haben wir noch Wasseratmung. So, dann haben wir das hier mal so ein bisschen sortiert. Die Wassereimer und die Milcheimer, die haben wir auch dabei. Die Shards brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Hier der Rucksack hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Der ist leer. Das ist ja schon mal gut. Hier die Fische. Steht noch ein bisschen im Weg rum hier die Kiste. Ne? Also in der Erde haben wir ja hier. Da ja auch. Und hier haben wir Kies drin. Und hier haben wir nichts. Dann machen wir mal eben hier die ganzen. Also lassen wir mal hier Rohstoffe und Werkzeuge mal hier. Und die Pflanzengeschichten, die packen wir jetzt mal hier hin. So, dass wir da mal so ein bisschen Struktur reinkriegen. Haben wir noch eine Kiste. Bauen wir mal eben. So. So haben wir dann die Schaufel. War die schon wieder kaputt? Nehmen wir mal die hier. Wir brauchen ja noch ein bisschen Licht. Ich überlege gerade. Da könnten ja noch einen weiter hier ran. Dass wir hier auch das hier so, dann könnten wir hier dazwischen ja auch noch eine packen, ne? So, das wäre jetzt die Rückwand. Ah, Moment, jetzt habe ich mich hier irgendwie verbaut. Ach ne, wir sind hier breiter. Oder machen wir vielleicht hier Einzelkisten, müssen wir mal sehen. Dann machen wir hier die Pflanzen. Haben wir noch Schilder? Ja. Also richtig
gelungen finde ich es noch nicht von der Gestaltung her, aber müssen wir mal sehen hier, dass wir vielleicht hier nochmal so eine Einzelkiste nochmal reinsetzen. So, da haben wir jetzt hier die ganzen Seeds. Und hier haben wir die Pflanzen. Dann machen wir hier Rohstoffe, Werkzeuge.